This could be us. So back to what I was saying. This could be us. Ja, herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Turniertag. Zweiter Tag der Woche, Rush Attack, 3 Sterne, kein Gelb. Das ist mein erster Gegner, 3 Rote, also kann ich tatsächlich heute mal mit Blau rein. Und wir haben keine blauen Steine. 3 über das ganze Feld ist zu wenig. Ja. Grün kriegen wir auch nicht zusammen. Wir haben ein lila Match, das werden wir erstmal spielen. Wenn wir erstmal ein Güni spielen, ist es nicht ganz so schlimm. Ziehen wir die blauen Steine weiter zusammen. Dann haben wir jetzt nochmal lila. Vielleicht kommt sogar blau nach. Ah, schade. Ja, unter Güni, aber ich wollte eigentlich unter Aidun, aber war nix. Damit löst sie auch schon aus. Immerhin haben wir Trivel schon mal. So. Ja, kein Blau für mich. Kein Blau. Ich kann hier wieder lila spielen, das würde in Rot gehen. Oder aber ich spiele hier erstmal Grün, was wichtiger wäre. So, dann spielen wir jetzt lila. Nice, da unten hat sich Grün gebildet. Wobei, die haben noch einen Death Down, also spielen wir hier blau, vielleicht kommt sogar grün nach. Leider nicht. Nicht an die Stelle, an der ich es gerne gehabt hätte. Ja, wir spielen natürlich grün. Wackers wird jetzt nämlich gleich auslösen. Ja. Ziehen wir blau weiter nach oben. Das ist sehr schwach mit blau. Also wirklich schwach. Okay. Ja, und jetzt zum Ende hin lösen wir auch zum ersten Mal mit blau aus. Gut. Alles klar. Wackers lebt noch. Grevle ja auch. Heilt sich sogar nochmal. Ja gut, dann gehen wir hier mal eben ganz kurz in die Verlängerung. So, das war es jetzt aber auch. Ja, Trivel als Tank. Praktisch gestellt. Mit Doppelbreak. Wir spielen also mit dem Strauchbären. Ich habe Jokainen mit dabei für Basil. Ja, ein blaues Match. Ein lila Match. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Ja, ziehen wir lila weiter nach oben. Fast wird auslösen, das kann ich aber nicht verhindern. Schade, schade. Weil dann hätte ich schon mal. Den Jackpot gehabt. 4 Züge, ne. 4 Züge werden wir das hier nicht überstehen. Und wir haben hier kein Blau. Ich muss hier Gelb spielen. Kein Blau, Alter. Trivel ist schon aus. Also. Ich sollte jetzt ein grünes Match spielen. Ich wollte eigentlich Rot spielen, in der Hoffnung, dass Grün nachkommt. Das wird aber nicht passieren. Oder wir wissen es nicht. Und dann renne ich die ganze Zeit mit einem Debuff rum. Das sieht schlecht aus, das Match. Da war Blau jetzt. Ja. Aber selbst das ist zu wenig. Ja, wir lösen hier Trivel aus, weil er wahrscheinlich stirbt. Das ist der einzige Grund, warum ich das hier überhaupt mache. Basil löst aus. Jokerheinen. Down. Ja. War kein schweres Match für die Verteidigung.
Überhaupt gar nicht. Ja, weiter geht's in das nächste Match. Ja, wir spielen mit Rot. Aber das gestaltet sich scheinbar auch schwierig. Wir haben jetzt ein rotes Match. Ich kann Grün weiter hochziehen im Priska, wenn ich Gelb spiele. Dann kann ich Blau spielen. Dann geht Grün auch weiter hoch. Also so wird das nichts. So, ein rotes Match haben wir schon mal. Da unten haben wir zwei. Das zweite. Das können wir auch spielen. Ja. Und jetzt werden alle wieder auslösen, Alter. Ach Gott. Nashka wird auslösen und Mugi wird auch auslösen. Aber es bleibt nicht aus. Ich muss ja meine Roten irgendwie zusammenbekommen. Wahrscheinlich ist Trevis sogar down. Mal gucken, wo du... Ja, okay. Nashka ist nicht dahin gegangen. Ja, gut. Die linke Seite hat mehr Mana. Also gehen wir da auch hin. So, Wackers. Wir haben ein rotes Match. Das geht auch in Gelb. Okay, Rot ist sogar nachgekommen. Jetzt, ja, das ganze Team ist sogar gestorben, ey. Trevil ist immer noch am Leben. Okay, nice. So. Autsch. Aber das haben wir überstanden. Gut, auch die Verteidigung war nicht, bombastisch schwer. Okay, weiter geht's. Fast als Tank. Wir haben Juke Heinen mit dabei. Spielen wir erstmal Rot. Wir müssen ja auch wieder davon ausgehen, dass Fast hier wieder auslöst. Tut er natürlich auch. Wir können jetzt Blau spielen. Rot geht weiter hoch. Tja. Das ist schlecht, würde ich mal sagen. Ich kann jetzt zwar Rot spielen und das muss ich auch. Machen wir das erstmal. Ja, und dieser eine Stein da. Dann löst wieder Trevil aus. Dawn löst eh schon aus, was schlecht ist für mich. Wackers löst aus. Und wenn ich jetzt Trevil auch noch auslösen lasse, dann ist hier sowieso Ende. Oh Mann, ey. Ja, dann ist das hier auch ein Lose, würde ich sagen. Ja, ich kann jetzt Wackers hier auslösen lassen. Ne? Also er löst ja sowieso aus. Dann ist es halt die falsche Rotation, aber wir leben halt noch so ein ganz bisschen. So, und jetzt verliere ich eh meinen Mana durch die Eulen. Ja, das war's. Das war's. Ich kann hier nichts mehr machen. Auch das ist verloren. Okay, sehr schön. Das hat heute wieder sehr viel Spaß gemacht. Okay, für das letzte Match bin ich eigentlich zu faul jetzt, um das Team zu ändern. Ich lasse das jetzt so. Wir haben jetzt eh schon zweimal verloren. Die Rush-Woche ist sowieso mit dann die härteste. Und wenn wir rausfliegen, ich kaufe mich ja sowieso nicht ein. Ich muss ja davon ausgehen, dass ich
relativ in Anführungszeichen früh rausfliegen werde. Wenn wir jetzt eh schon zwei Loses haben, dann ist es schwierig, den letzten Tag zu erreichen. Ich denke, da sind wir alle einer Meinung. Ja. Ich habe hier nochmal Rot. Das ist auch gut so. Halo löst aus. Sie sind alle wieder getoppt. Ich würde sogar sagen, wir holen uns hier erstmal noch eben Blau. Und dann können wir mit dem Reset eigentlich versuchen, alles zu killen. Alles, was so geht. Am besten links zuerst. Okay. Mal gucken, was stehen bleibt. Joker einen auch noch hinterher. Oh, sehr viel ist sogar stehen geblieben. Ja, wir haben auch gar keine Steine mehr. Wir dürfen nur nicht Halo auslösen lassen, ne? Das wäre nicht so gut. Okay. Ich denke mal, wir sind hier über dem Berg, ne? Das darf ich wohl so sagen. ja. Das sollte Halo auch umhauen. Gut, damit haben wir unseren Turniertag geschafft. Zweimal verloren, leider Gottes. Zweimal eine Null, ja, okay. Ja, Trivial im Doppelbreak. Ja, das war einfach zu viel Geschiebe für gar nichts. Für nichts und wieder nichts. Hier hatte ich jetzt auch keinen Strauchbären dabei, aber ja, es ist so, wie es ist. Ja, danke fürs Zuschauen und bis morgen.